Hallo liebe SCP-07-Fans, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mein SCP-07-Moment. Heute mit einer Legende aus dem deutschen Fußball, mit keinem geringeren als Ruhl Brauers. Hi Ruhl, wie geht's dir? Was machst du gerade? Hi. Ja, es geht mir gut, Dankeschön. Ich arbeite jetzt bei Roda Kerkrade und ich mache da Co-Trainer bei der ersten Mannschaft. Und ja, das gefällt mir super, dass ich im Fußball geblieben bin. Und ja, das geht ganz gut. Zu Hause mit den drei Kindern und meiner Frau geht auch zum Glück alles gut in diese ja schon ein bisschen komische Zeiten. Ne? Ich mache etwas, was mir Spaß macht. So, ja, mir geht es eigentlich ganz gut. Alles klar. Und da siehst du auch deine Zukunft also wirklich als Trainer? Ja, ich hoffe mal in Zukunft irgendwo Trainer zu werden, aber ich gebe mir selber da ein bisschen die Zeit für. Wir haben drei ja, ziemlich kleine Kinder, aber die wachsen schon schnell, das geht ziemlich schnell. Aber ja, da will ich erstmal von genießen und jetzt im Moment passt das super mit Co-Trainer. Dann bist du ja auch nicht endverantwortlich, also dann hat man etwas mehr Freizeit. Du bist im Sommer 2005 auch von Roda Kerkrade hier nach Paderborn gekommen zum SCP 07 und wurdest ein Jahr später ja auch fest verpflichtet. Dann weißt du noch, was dir damals an Paderborn so gefallen hat? Also dachtest du so, hier in Deutschland, da kann ich jetzt meine Karriere auch noch mal starten? Ja, ich muss ehrlich sagen, ich konnte der Verein natürlich noch nicht so gut. Und ja, ich muss ehrlich sagen, die ersten zwei Tage war schon super und die Mannschaft war gut. Wir hatten wirklich eine tolle Mannschaft. Ja, der Trainer war natürlich mit Jos Lukai auch ein Holländer, was natürlich für mich ein bisschen einfacher war. Ja, und es hat mir die zwei Tage so gut gefallen, dass ich eigentlich direkt entschlossen habe, da zu bleiben. Ja, super. Und du warst dann beim SCP 07 auch sofort Stammspieler. In der Saison 2006 und 2007 hast du im Prinzip ja bis auf ein Spiel, glaube ich, immer auf dem Platz gestanden. Ja. Was war denn in dieser Zeit dein SCP 07-Moment? Was war dein Highlight? Ja, ich habe mich da richtig über gedacht, aber das waren natürlich viele Highlights. Die Tore, die ich natürlich geschossen habe, aber das Wichtigste, denke ich, dass wir, weil wo ich in 2005 gekommen bin, waren sie gerade aufgestiegen in die zweite Liga. Und ich glaube, viele Leute haben gedacht, wir sind Absteiger Nummer 1 wieder. Und ich denke, wir haben da eine super Saison gehabt. Und für mich war dann, dass wir, ich weiß nicht mehr, 8. oder 9. geworden sind. Das war für mich, denke ich, das Highlight, dass wir dann eine super Saison gehabt haben und eigentlich ja, souverän drinnen geblieben sind, mit tollem Fußball gespielt. Und ja, es gibt für mich nicht einen Moment, aber ich denke, dass das Ganze, das ist für mich das Moment, ja, dass wir drinnen geblieben sind. Sehr schön. Und du hast es auch gerade schon angesprochen. Als Verteidiger, du hast trotzdem recht viele Tore geschossen. Das ist ja gar nicht so typisch. Warst vom Tor mit deinen Kopfbällen immer sehr gefährlich. Gibt es ein Tor, worauf du am meisten stolz bist? Ja, dann würde ich sagen, mein erstes Tor, das war gegen Kickers Offenbach zu Hause. Hast du noch Kontakt zu Spielern von damals? Ja, ich habe noch mal ab und zu Kontakt mit ein paar Spielern. Mit Markus Bollmann telefoniere ich immer so ein paar Mal im Jahr. Markus Krösch habe ich auch noch mal gesprochen. Erwin Kuhn mal ab und zu. So, ja, das sind noch mal Spieler, die ich so hier und da Kontakt mit habe. Alles klar, Ruhl. Ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es ganz schön, mit dir zu sprechen, dich auch wiederzusehen. Es hat mir super viel Spaß gemacht, mit dir zu sprechen. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst gerne ein Like da. Ich habe mich gefreut, dass ihr mit dabei seid. Und macht's gut. Bis zum nächsten Mal.